Preisverdächtige Schmuckstücke und innovatives Design. Aus der Edelsteinstadt Ida Oberstein. Vier junge Menschen, eine Leidenschaft: Schmuckdesign. Sie leben und arbeiten in und um Ida Oberstein im Hunsrück. Eine Stadt mit einer jahrhundertealten Edelsteintradition, die immer noch lebendig ist. Hier entsteht ein Anhänger mit einer japanischen Anime-Figur. Ronja Pirott schleift sie für einen Freund. Sie lernt Edelsteingraveurin bei der Firma Stefan. Ronja ist in einem Dorf bei Ida Oberstein aufgewachsen. Edelsteine haben sie schon immer magisch angezogen. Ich habe früher mit meiner Oma oft Steine gesammelt. Wir waren öfter mal auf Feldern oder auch an Flüssen und haben dann da die alten Schleiferreste gesucht und auch einiges gefunden, was wir jetzt noch zu Hause haben. Und das hat mir schon relativ früh Spaß gemacht, dann da so eine Verbundenheit mit meiner Oma zu haben. Dass man einfach mal einen Stein in die Hand nimmt und sagt, guck mal, halt ihn mal einfach ins Licht oder mach den mal nass und dann ist die Farbe ganz anders. Ronja gestaltet gern. In ihren freien Stunden kann sie am Arbeitsplatz auch eigene Entwürfe umsetzen. Sie liebt die japanische Manga- und Anime-Kultur und Motive aus der Natur. Diese Spinne war eine Herausforderung für sie, nicht nur gestalterisch. Ich hasse Spinnen, ich habe so Angst vor denen, aber ich fand das so faszinierend. Ich habe mir praktisch morgens halt einfach einen Stein gesucht, wo ich was reingravieren kann, damit ich was zu tun hatte. Und ich fand die Form halt total passend für eine Spinne, weil du die so schön symmetrisch machen kannst. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt Spinnen gerade nicht mehr so krass schlimm finde, dadurch, dass ich es graviert habe. Im vergangenen Jahr bekam Ronja die Chance, ihr Talent zu beweisen. Der Nachwuchswettbewerb um den Deutschen Edelsteinpreis mit dem Thema Welcome to the Jungle, Willkommen im Dschungel. Anfangs war sie sich nicht sicher, ob sie überhaupt mitmachen soll. Irgendwann, als ich dann hier gesessen habe und habe gearbeitet und habe dann drüber nachgedacht, dass das Thema Welcome to the Jungle ist, also praktisch ich alles zum Thema Dschungel machen kann, kam mir die Idee mit dem Leoparden, weil das einfach Lieblingstiere von mir sind. Und dann musste ich sofort ins Steinlager gehen und mal gucken, was ich finde. Das Steinlager der Firma Stefan. Eine Fundgrube mit Hunderten von verschiedenen Edelsteinen aus aller Welt. Der Leopardenjaspis, da musste ich gar nicht so viel suchen. Und dann habe ich mir den rausgesucht, der auch schon eine schöne Außenform hatte. Und beim Labradorit habe ich geguckt, dass ich einfach eine schöne Farbe habe. Gerade dieser Blauschimmer, den man oft in den Steinen hat, der kommt halt bei manchen Stücken wahnsinnig gut zur Geltung. Ihre Idee? Ein Leopardenkopf mit blau leuchtendem Auge aus Labradorit. In der Schleiferei bringt sie den Leopardenjaspis in die richtige Form. Für das Fell graviert sie feine Schnitte in den Stein. Das Labradorit-Auge leuchtet blau, wenn es ins Licht kommt. Es war cool, das Ganze so fertig zu sehen, dass es halt wirklich von Weitem aussieht wie ein Leopard praktisch. Das hätte ich tatsächlich anfangs nicht gedacht, dass es was wird, worauf ich so stolz bin. Ich bin immer noch fasziniert, wenn ich es mir angucke. Also es ist immer noch mal sowas, wo ich kurz überlegen muss, wie habe ich das eigentlich gemacht. Damit geht sie in den Wettbewerb Welcome to the Jungle. Die Menschen in und um Ida Oberstein wachsen auf, umgeben von Edelsteinen. Und viele ergreifen einen Beruf in der Branche. Kenneth LaCour-Jones kommt aus Birkenfeld im Hunsrück. Er ist Edelsteinfasser und liebt seinen Beruf. Spaß macht es wirklich, wenn man von Anfang an bis Ende dabei ist und sieht nachher dieses fertige Schmuckstück. Weil es sind vorher nur Einzelteile und nachher dieses Schmuckstück in der Hand zu haben, ist einfach eine Befriedigung. Also es ist einfach schön. Details sind sehr wichtig. Die Sauberkeit der Arbeit. Und man kann nicht immer alles perfekt machen, aber nahezu perfekt. Es gibt hier den Satz, wenn es fast gut ist, soll man nachlassen.
Denn wer zu viel will, macht bei Edelsteinen schnell mal was kaputt. Auch Kenneth will beim Wettbewerb um den Deutschen Edelsteinpreis mitmachen. Weil er schon ausgelernt hat in der Hauptkategorie. Welcome to the Roaring Twenties. Willkommen in den wilden 20ern. So, ja, ich sehe immer nur auf den Bildern oder Videos immer nur weiße Menschen. Und dann war es für mich so, ja, wo sind denn die schwarzen Menschen damals gewesen? Was haben die gemacht? Und dann kam ich halt auf die Jazzmusik und auf die Musiker. Und natürlich, ja, dazu feiern die Menschen. Ne? Und dann auch in dem Zuge dann auch auf die Josephine Baker, die doch für diese Zeit sehr, sehr erstaunlich war. Und diese Frau schreit und will. Und ja, deswegen war sie für mich so, die muss ich machen. Josephine Baker war eine der ersten Frauen mit dunkler Hautfarbe, die in den 20er Jahren in den USA und weltweit Karriere machte, als Tänzerin und Sängerin. Sie kam aus ärmsten Verhältnissen und wurde zum Weltstar und zu einer Ikone im Kampf für eine bessere Welt. Auch dieses ganze sich für die Gleichberechtigung einsetzen, gegen den Rassismus und auch in ihrer eigenen Familie. Sie konnte ja selber keine Kinder kriegen, hat dann irgendwie so regenbogenmäßig aus allen Nationen Kinder adoptiert, um zu zeigen, so, wir sind alle gleich. Und das ist schon sehr interessant. Also es ist eine sehr interessante Frau, auch dass sie dann auch gegen Nazi-Deutschland dann auch für die Franzosen spioniert hat und so. Einfach jemand war, der sich engagiert hat und sich eingesetzt hat für das, was er, an das, was er geglaubt hat. Josephine Bakers bewegtes Leben inspiriert Kenneth zu einem Schmuckstück, das er beim Wettbewerb einreichen will. Ohrhänger mit einer tanzenden Josephine Baker in ihrem legendären Bananenrock. Mit der Hilfe eines Kollegen plant er am Computer die Form für den Bananenrock. Kenneth ist ein begeisterter Zeichner. Das hilft ihm beim Entwerfen. Für die Umsetzung wählt er schwarz-rodiniertes Gold mit weißen und champagnerfarbenen Diamanten. Schritt für Schritt kam man dann im Ergebnis immer näher und dann ist ein super Gefühl eigentlich. Ne? Also wenn man dann auch fertig war, wie es poliert war, wie es schwarz-rodiniert war und es so schön geglänzt hat und sich auch wirklich schön bewegt hat, das war super. Das war ein super Gefühl. Also da wusste ich auch gleich, das ist es. Ja. Seine Freundin Karina ist die erste, die die Ohrhänger anprobiert. Auch Kenneth ist im Rennen um den Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis 2022. In Ida Oberstein gibt es eine weltweit einmalige Hochschule für Schmuckdesign, die Designtalente aus aller Welt anzieht. Viele Absolventen bleiben nach dem Studium hier, nehmen Jobs in der Edelsteinindustrie an und arbeiten als freie Schmuckdesigner. Auch Edu Tarin. Er kommt ursprünglich aus Valencia in Spanien. Ich bin gelernter Goldschmied. Also mit Stein hatte ich nur zu tun, wenn ich in Ida Oberstein gekommen bin. Und eigentlich es hat es sehr lange gedauert, bis ich die Steine in meine Arbeit genommen habe, sozusagen. Ein Anhänger aus blauem Achat mit passendem Sockel. Die sind Edu Tarins Spezialität. Dazu nutzt er sowohl traditionelle Gravurtechnik als auch moderne Computerprogramme. Er möchte Vergangenheit und Zukunft zusammenbringen. Dieses Stück ist auch aus gelbem Jaspis. Und dann würde ich die Anhänger machen, Freihand, aber auch in eine traditionelle Weg, wie damals oder heutzutage eine traditionelle Gravur würde es gravieren. Und dann, wenn die Stücke fertig ist, mache ich einen 3D-Scan von dem Stück. Dann nehme ich einen Rohstein von dem gleichen Material, wo ich die Anhänger graviert habe. Mache ich auch eine 3D von dem Rohstück. Und in den Computer mache ich ein Programm, wo eine CNC-Maschine wird fressen, die negativ von den Anhänger. Davor die Anhänger passt auf dem Rohstein. Und es ist so wie auch Anhänger, Schmuck, aber auch Objekt. Und es in meiner Meinung her, die arbeiten beides gleich. Edu hat ein Atelier in Ida Oberstein gemietet. Hier arbeitet er in der Freizeit an seiner Kollektion.
Er hat einen festen Job als Graveur in einer Ida-Obersteiner Traditionsfirma. Dort hat er viel Zeit an der Schleifmaschine verbracht und dabei immer mehr Gefühl für die verschiedenen Steine bekommen. Das hat viel Erfahrung gebracht, viele Erkenntnis und auch viel Interesse. Und ich bin neugierig über wie die Stein behält oder es wird jetzt brechen. Also auch die Material zu verstehen, das ist ein ganz großer Einfluss für mich. Was ihm besonders wichtig ist, er will Natur und Menschen mit seiner Arbeit so wenig wie möglich belasten. Edelsteinabbau geschieht oft unter ökologisch katastrophalen und menschlich unwürdigen Bedingungen. Zum Glück hier gibt es viele Leute, welche arbeiten nicht mehr in der Edelsteinbranche, aber die haben immer Edelstein im Keller. Und ich versuche immer von alten Edelsteingravur oder von alten Schleifermaterial weiterzukaufen. Ich versuche, dass das, was schon raus ist, erstmal nutzen und nicht mehr weiter. Was in Erde ist, kann schon da bleiben. Edu Tarin hat sich als Schmuckdesigner international einen Namen gemacht und schon mehrere Auszeichnungen bekommen. Ida Oberstein ist für ihn zur Heimat geworden. Es gibt eine ganze Gemeinschaft von ehemaligen Studenten der Schmuckdesign-Hochschule, die in der Edelsteinstadt geblieben ist. In einem Hinterhof hat sich Elena Gorbunova aus Toljatti in Russland ihr Atelier eingerichtet. Genauso wie Edu Tarin hat sie einen festen Job in einem Ida Obersteiner Traditionsbetrieb, ist aber auch selbstständige Schmuckdesignerin. An ihrem Goldschmiedetisch schleift sie Anstecknadeln für eine ihrer Broschen. Die bestehen aus einem ungewöhnlichen Material. Sie wirken wie Korallen, sind aber aus Plastikabfällen. Freunde und Verwandte wissen das und helfen mit. Mein Cousin Alexander sammelt in der Küche diese Teile von Kinderpüree, von dieser Squeeze. Und sie sind wunderschöne Farben. Und wenn ich besuche ihn in Baden-Württemberg, ich kriege immer eine kleine Tüte voll mit Kunststoff, Buntfarbe. Fantastisch. Die junge Schmuckdesignerin experimentiert mit verschiedenen Farben und Formen. Ein Herz aus Plastikabfällen. Mit dem Lötkolben kreiert sie die korallenartigen Oberflächen. Auch sie will vermeiden, unnötig Bodenschätze auszubeuten. Deshalb verwandelt sie Plastikmüll in Kunst. Das ist für mich die Motivation, mit der gegebenen Materialität zu arbeiten. Ich kann das nicht ernten, aber ich versuche das zu transformieren. Das am Ende der Stück sieht absolut nicht wie die ursprünglich die Materialien. Das bringt auch die Hoffnung, dass die Sachen, die Dinge transformiert sein können. Hier steht Sandwich Cookies. Oh mein Gott, ich muss das zeigen. Wie die Arbeit am Ende aussehen wird, weiß Elena nie so genau. Meine Hoffnung, dass am Ende bekomme ich sehr zarte Farbverlauf wie in Malerei. Das ist die einzige Kontrolle, die ich nehmen kann. Plus der Form. Aber Form versuche ich ein bisschen neutral haben, damit die Textur spielt die wichtigste Rolle. Kunst als Recycling. Im Laufe ihres Studiums hat Elena ihren eigenen Stil entwickelt. Der Recyclingprozess selbst ist sehr attraktiv für mich, weil das gibt die Freiheit in Form, Gewicht, Farben und Texturen auch. Für diesen Anhänger hat sie einen wichtigen internationalen Preis bekommen. Auf ihrer Instagram-Seite präsentiert sie das Schmuckstück mit einem kurzen Film.
Hier hat sie weißen Kunststoff mit Edelmetall kombiniert. Das Thema war eigentlich Silber. Deswegen habe ich diese pure Silber verwendet. Und die ganze Form ist ein Tropf. Und die kleinen Silberstücke sind auch die Tröpfchen. Und das zeigt auch etwas Verlauf, damit diese dynamisch die Tropfen fliegen hoch. Der Preis, ein Stand bei einer renommierten internationalen Schmuckdesignmesse. Elena hat dabei viele neue Kontakte zu anderen Designern geknüpft und neue Kunden gewonnen. Der Fachbereich Schmuck in Ida Oberstein gehört zur Hochschule Trier. Studierende aus 50 Nationen lernen hier Schmuckdesign. Unsere vier Designtalente treffen sich hier zum ersten Mal für ein Fotoshooting mit zwei Models. Sie werden Elenas und Edu Schmuckstücke präsentieren. Kenneth und Ronja schauen zu und schnuppern Uniluft. Handwerk trifft auf Design. Vielleicht ein bisschen länger dann. Ich finde es cool, es ist was anderes. Es ist was gleichzeitig Modernes, aber irgendwie auch nicht, weil man halt gerade Sachen recyceln kann. Man kann Sachen benutzen, die sonst zum Beispiel im Meer landen oder sonst wo in der Natur. Auch sie haben ihre Kreationen mitgebracht. Ronja erklärt Elena, wie sie ihren Leopardenkopf hinbekommen hat. Und Kenneth ist begeistert von Edus Anhängern aus Stein. Ein paar Räume weiter in der Schleifwerkstatt der Hochschule. Auch in der vorlesungsfreien Zeit arbeiten Studentinnen und Studenten an ihren Schmuckobjekten. Talent und handwerkliches Können müssen die Studierenden schon mitbringen. An der Hochschule sollen sie ihre eigene künstlerische Sprache finden. Dabei auch mal Grenzen überschreiten und Regeln brechen. Der Leiter der Schleifwerkstatt kommt aus Georgien und hat hier selbst sein Studium absolviert. Es ist faszinierend, was man hier studiert mit der Vertiefung in Mineralogie und wie die Stein entstanden ist. Und dann nimmt man diese unglaubliche Wissen in Hand, diese Information, und fängt man daraus etwas zu machen. Hey. Hi. Und? Professor Theus Metz leitet den Studiengang seit 25 Jahren. Für ihn zählt, die Studenten sollen ihren eigenen, unverwechselbaren Stil entwickeln. Eine Frage, die ich den Studierenden oft stelle: Was ist an dem Stück dran, wodurch es nicht vor 50 Jahren gemacht hätte werden können? Ja, dann weiß ich, wenn ich das trage, dann trage ich etwas von heute. Es geht nicht nur um Talent in Gestaltung. Talent ist ganz wichtig. Aber man muss das richtig wollen. Wer nicht brennt für diesen Job, hat danach keine Chance. Theus Metz und sein Team führen mit den Bewerberinnen und Bewerbern aus aller Welt ausführliche Einzelgespräche. Dabei merken sie meist schnell, ob die Motivation stimmt. Das Studienangebot, was wir in Idar-Oberstein haben, das ist weltweit einmalig. Das gibt es auf dem ganzen Planet nur einmal. Die Kombination Edelstein und Schmuck in Bachelor- und in Masterstufe. Das gibt es in der Form nirgendwo anders. Und das führt natürlich dazu, dass Leute, die daran interessiert sind, die kommen nach Idar-Oberstein. So wie Elena und Edu. Professor Smets hat sie mehrere Jahre lang begleitet und ihre Abschlussarbeiten betreut. So wie ich den Eduardo kennengelernt habe und wie ich die Elena kennengelernt habe, und es hört sich jetzt ein bisschen komisch an vielleicht, aber die Arbeiten, die sind wahr. Wenn ich die Leute kenne, dann merke ich, das passt zu der Persönlichkeit. Wenn ich also etwas von diesen Leuten kaufe, trage, anschaffe, mitnehme, dann habe ich ein Stückchen aus deren Welt. Die Schmuckstücke wirkungsvoll zur Schau stellen. Darum geht es jetzt. Der Schmuckdesignstudent Jidima Omeke aus Nigeria ist bei den Kommilitonen als Model sehr gefragt. Sure. So I will make one from the video for. And I like how you to the side.
No? Ja. Ja. Now? Elena ist begeistert von den Fotos. Ihr Schmuck kommt sowohl bei Jidima als auch bei der Schmuckdesignstudentin Dua Fatima aus Pakistan perfekt zur Geltung. Nice, nice, wonderful. Thank you. Darf ich? Ja. Reflektiert das Auge. Ja. Ronja nutzt die Gelegenheit und macht spontan mit beim Fotoshooting. Mehr, ne? Nicht so viel? Mit die dem, ist gut, ich denke. Ja, ja, auch ja. Gerade mit dem manche ein bisschen mit dem Lächeln, aber auch ein paar Ernste, das ist sehr cool. Das Leopard, das bist du, oder? Mhm. Ja, ja, ja. Und das so ein Fragment von dem Leopard, echte. Und das wie übersetzt an Stein mit Leopard Jaspis. So, das, ja, ja, ganz schön, ganz cool. Ja, ja. Auch die Josephine Baker Ohrringe kommen gut an bei den studierten Designern. Very flexible, very vivid. Everything is in the Ich finde, es ist sehr flexibel, so viele Kling und Elementen, das passt zum Thema Tanzen perfekt. Die Ohrringe müssen natürlich auch aufs Bild. A bit more, because there is a host. Nice, yeah, okay. Yeah, thank you. So. Edus Anhänger wirken wie gemacht für Jidima. And only your eyes to me? Yeah, I'm going to make one of your. Das Fotoshooting wird für alle zu einem tollen Gemeinschaftserlebnis. Zusammen mit dem Atmosphäre von dem Platz. Ja, ich bin zufrieden. Das hat sehr gut geklappt. Und die Stücke hat sehr gut auch gepasst, auch hin. Ich bin zufrieden. Ja, sehr schön. Schöne Bilder. Schöne Modelle. Für mich war das super interessant, weil die ja einen ganz anderen Rangehensweise haben, auch an Schmuck und an Materialien. Und auch komplett anders da denken. So, ist so ein bisschen Entwicklung und eine kreative Freiheit, die ich halt zum Beispiel aus, aus der Produktion halt dann nicht kenne. Da ist so das. Das will man und das erreicht man dann nachher. Und hier ist, wirkt alles sehr viel freier. Ich fand es total interessant, weil es mal eine ganz andere Seite ist. Und ich tatsächlich auch schon mal überlegen war, ob ich vielleicht irgendwann mal Kunst- oder Schmuckdesign studieren will. Und es hat mir halt noch mal eine andere Seite gezeigt. In Ida Oberstein ist die jahrhundertealte Handwerkstradition noch allgegenwärtig. Die jungen Designer besuchen die historische Weiherschleife. Die letzte von früher 183 Achatschleifmühlen am Iderbach. Der Gästeführer Jörg Wegner nimmt Ronja, Kenneth, Edu und Elena mit auf eine Zeitreise. In die Welt der Edelsteinschleifer vergangener Jahrhunderte. Hier sieht man dann so die Einheit hier, so der Arbeitsplatz früher vom Achatschleifer, also auch der Kippstuhl, auch Kürasse genannt, vom Brustpanzer abgeleitet. Die haben hier also bauchlinks draufgelegt, abgestützt hier mit dem Fuß und haben das Ganze zur Einheit verbunden. Eine Knochenarbeit. Auch Kinder haben hier stundenlang bäuchlings Achate geschliffen. Also es ist krass, dass die Leute das wirklich dann so 8 Stunden gemacht haben. Wenn man sich überlegt, dass sie hier so kopfüberhängen. Das hier geht jetzt mal so, wenn ich das mal so 20 Minuten machen würde oder so, kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber wenn ich dann den ganzen Tag so, ist dann doch schon körperlich anstrengend. Wenn du das hier mal eine Zeit lang gemacht hast, dann merkst du das auch im ganzen Körper. Aber der Zug von dem Rad ist relativ gut. Es arbeitet richtig schön. Na, in die andere. In die Vor- genau, in diese. So,
sehr, sehr anstrengend für das Körper und auch das Bewegung vom Körper, wie, ja, das ist total anders. Ja. Genau, das ist ein bisschen die Arbeit an der Poliermaschine war früher ziemlich zeitaufwendig. Und wer es mal probieren will, der kann gerne mal probieren. Einfach drauf, keine Angst. Man kann da auch ruhig ein bisschen jetzt mal drücken, das ist so stabil. Soll ich diese Platte auf? Das kann ich nächste Stunde ruhig machen. Aber in anderer Pose natürlich. Aber das ist sehr meditativ, muss ich sagen. Ja, wer hat mal Lust zur Schleife? Oh. Ja. Die jungen Designer arbeiten heute zum Teil mit ausgefeilten Computerprogrammen. Ja, immer schön. In früheren Zeiten waren die Arbeitsgeräte in der Weiherschleife Hightech. Ja, aber es ist schon was anderes, gell? Ja, ja. Merkt man auch. Allein weil du ja viel mehr Kraft aufwenden musst. Ich finde es historisch eigentlich ganz cool, weil man dann so einen Berufsweg gewählt hat, der mit so einer langen Tradition auch einhergeht. Und dass man da so dieses, die Arbeitsweise hat sich ja verändert und weiterentwickelt, aber dass man da jetzt so aus der Tradition heraus auch so die Fackel weiterhält. Das kann ich nur vorstellen, welche Gedanken diese Leute früher hatten, so im Kopf. Sie haben geträumt oder geplant oder ein vielleicht Lied im Kopf gesungen. Ist interessant, diese Erfahrung für mich selbst ein bisschen vorstellen. Das Stadttheater von Ida Oberstein. Hier wird der Deutsche Schmuck- und Edelsteinpreis verliehen, für den sich Kenneth und Ronja beworben haben. Ronja ist überglücklich. Für ihren Leopardenkopf gewinnt sie den ersten Preis im Nachwuchswettbewerb. Der Leopard und die Juniorin Josie Reis und David Strebel haben teilweise wenig. Im Hauptwettbewerb geht der erste Preis an Kenneth. Seine Josephine Baker-Ohrringe haben die Jury überzeugt. Bei der Feier nach der Preisverleihung können sich Kenneth und Ronja mal wie Stars fühlen. Edelsteinfasser und Graveurinnen stehen sonst nicht so im Rampenlicht. Da schon eher ihre kostbaren Schmuckstücke. Es ist wirklich echt cool, so die Aufmerksamkeit dann doch auf den Beruf zu legen und das Handwerk, was oft eigentlich untergeht, muss man leider sagen. Also gerade wenn man heute noch guckt, ich kaufe mir sehr gerne noch Ketten, die von Hand gemacht sind und finde es dann auch immer toll zu sehen, was eigentlich alles so per Hand möglich ist. Aber viele wissen das manchmal gar nicht mehr. Das ist eigentlich echt schade. Auch Kenneth genießt es, wie die Leute seine Ohrhänger bestaunen. Hier natürlich ausgestellt zu sein, ist natürlich eine Ehre. Und dass die Leute, die Ahnung haben von Schmuck, sich das bewundern können und wirklich positive Worte dafür finden, das ist immer sehr freudig. Also erfüllt einen mit Freude. Vier junge Schmuckdesigner in der Edelsteinstadt Ida Oberstein. Talente wie sie halten die traditionsreiche Branche lebendig. Wir haben so eine große Auswahl und egal welchen Stein du dir anguckst, du wirst immer irgendwas finden, wo du sagst, boah, da könnte ich das und das draus machen. Für mich ist es schon sehr interessant, wie man Dinge macht. Und dieses Verständnis, was passiert, wenn man etwas macht. Dieses Selbstmachen, also nicht auf warten darauf, dass irgendjemand kommt und dir irgendwas gibt und dir an die Hand nimmt und sagt, so musst du es jetzt machen, sondern ich mache jetzt einfach und die Welt wird schon drauf reagieren, positiv oder halt negativ. Mit Bearbeitung von der Hände und Vorstellung, das transformiert sich zu etwas komplett anderes. Das ist die Hauptsache.